Sehr gut, finde ich das. Schuluniform finde ich sinnvoll. Der Standesdünkel über Markenklamotten ist vorbei. Finde ich prima. Ich finde es nicht so gut, dass wir alle gleich aussehen. Hat nichts damit zu tun, ob einer reich oder arm ist. Die Kinder, die haben heute sowieso ihre Kleidung an, die die Eltern kaufen und diese wollen. So sehe ich das. Wenn man die Schüler alle gleich ansieht, kann man die Schüler nicht so gehaltsmäßig so unterscheiden lassen von den Eltern, wie viel Geld die haben, alles dies und das hin und her. Es ist schon okay, aber ist nicht so mein Fall. Also wenn es gute Uniformen sind, würde ich sie auch gern tragen. Nee, finde ich nicht so gut. Warum? Weil man einfach das anziehen sollte, was die Kinder gefällt. Das ist mir Wurst. Mir ist das vollkommen Wurst, ob die Schuluniform haben. Wenn die gut aussehen, ist das okay. Ja, ich bin dafür, weil dann diese Textilien und so, Markenwaren, ein bisschen weniger werden, ne? Es ist vielleicht besser, so. Warum denken Sie, dass es besser ist? Dass das nicht so große Unterschiede ist, ja. Nicht viele Kinder können so immer tolle Kleider haben und sind vielleicht nicht so reich. Von daher also ist ja für die Kinder eigentlich mal sehr gut. Also auf meine Alter war das optimal. Wir mussten auch mal immer das tragen. Ja, wo sind Sie auf die Schule gegangen? Ich bin in Polen gegangen, ja, und wir mussten eigentlich die Uniformen immer tragen, ja. Das war kein Problem? Das war kein Problem. Das ist gut, finde ich gut. Ja, sehen sie alle gleich aus. Ist keine besser angezogen wie der andere. Ja, ich finde es eigentlich eine ganz gute Idee, weil dieser Stress, den die Kinder sich machen wegen dem Anziehen, das ist schlimm genug, wenn sie es privat machen, aber von der Schule können die das gerne einheitlich machen. Und es hat auch eine Identifikationsfunktion für die Schüler und ich glaube, dass die gerne sich auch irgendwie und ihre Schule darstellen würden. Ich finde das sehr gut. Schuluniform ist gut für alle Kinder, für Arme wie für Reiche gleich. Kein Problem mehr. Ich finde es Schwachsinn. Man sollte keine tragen. Jeder hat das Recht, seine eigene Kleidung zu tragen. Und das sagt auch viel über einen Menschen aus.